Gute! Zur Einstimmung? Schön, gell? Alles so ein bisschen für unsere Party, die wir nächstes Jahr planen, gell? Ist ja noch so ein bisschen geheim. Hier. Da läuft nur so 80er-Zeug. Aber warum ich jetzt da bin, wir haben ja jetzt so ein bisschen eine kreative Phase wieder gehabt, haben jetzt eigentlich 4 neue T-Shirts entwickelt. Unser Orakel, der Reinheimer Markus, der war gestern wieder hier, da haben wir mal 2 Kiste Everywhere getrunken und haben so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und die 4 T-Shirts, die ich gemacht habe, die finde ich alle geil. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwie online mal so ein bisschen stellen, dass ihr darüber abstimmen könnt. Über ein paar Feinheiten noch. Das, was wir jetzt gemacht haben, dieses Plunz-Shirt, das ist ja auch wieder so ein Ding. Blutwasch ohne Griebe, Plunz, wem ist die Cap? Uns. Da wollen wir so 2 Kerbe-Shirts rausbringen. Das auch wieder, das zweite ist ein bisschen krass, aber die Leute, die es kennen, das wird auch wieder so ein Scherz sein, wo die Leute sagen, ja, was wollen die denn eigentlich mit dem Ding? Plunz ist schon mal ziemlich geil, weil alle, die mit Kerbegesellschaft so nichts zu tun haben, stehen völlig so im Schlauch. Und das haben wir gestern abgestimmt und da haben wir eine Abstimmung gehabt und die ist ziemlich knapp, muss ich sagen, ja, weil ich immer denke, ah, alles grau, es ist zwar diese Bembelfarbe mit blau und grau, klar, aber jetzt haben wir bei Facebook haben wir einen Gleichstand, 50-50. Und bei Instagram, bei den Stories, da ist es ein bisschen mehr für hellgrau wieder. Und den ganzen, sagen wir mal, Leuten, die unter die Bilder geschrieben haben, das geht auch wieder eigentlich zwar knapp, aber in Richtung hellgrau. Also wenn wir es doch wieder hellgrau machen. Aber warum ich das eigentlich heute mache, wir haben auch nochmal 2 andere Sachen reingekriegt, wo die Leute uns seit Jahren fragen, diese Nummernschilder halt da irgendwie, gell? Da steht drauf, aufpassen, Bembel Mafia, das ist keine Übung. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich halte es mal kurz hin. Die haben wir jetzt auf jeden Fall im Laden und auch im Online-Shop. Und dann, was wir seit Jahrzehnten machen wollten, so lange gibt es die Firma ja noch gar nicht, was die Leute immer fragen nach Kaffeetasse, ja? Und da haben wir jetzt diese hier gemacht. Die wird es erstmal, ja, die wird es auch im Online-Shop geben. Aber im Online-Shop verkaufen wir die für 15 Euro und im Laden für 10. Und warum für 15 Euro? Das Problem ist auch, wie mit unseren Gläser, wir verschicken die ja eben auch immer und schreiben auch riesen drauf Glas und es ist auch innen drin immer mit so einer Folie und schön verpackt, dass da nichts kaputt gehen kann, aber bei jeder dritten Fuhre irgendwie geht ja ein Glas kaputt. Und um die Leute, denen das mal ein bisschen verständlich zu machen, weil wir das eigentlich nicht so gern machen, an einem Glas verdienen wir vielleicht einen Euro, ja. Jetzt geht uns so ein scheiß Glas kaputt, dann ist natürlich logisch, dass die Leute anrufen und sagen, könnt ihr uns nochmal rausschicken. Aber, dass die Gläser nicht kaputt gehen, verschicken wir die versichert, dass die Jungs, die dich da rumschmeißen, vielleicht ein bisschen checken, da könnte was drin sein, was kaputt gehen kann. Das kostet uns aber 7,50 Euro. Ja? Wenn jetzt natürlich der Anton Amazon zum Beispiel sagen wird, ich verschicke im Jahr oder im Monat 5 Millionen Pakete und davon gehen wir 1000 kaputt, dann ist das so eine Mischkalkulation, dann sage ich, okay, dann müssen wir das halt nachschicken und bei denen funktioniert das alles. Aber wenn ich an einem Glas einen Euro verdiene und ich schicke das den Leuten nochmal hinterher und es kostet mich nochmal 7,50 Euro Versand, dann brauche ich diese ganze Sache gar nicht zu machen. Aber diese Tassen werden wir erstmal reinnehmen, die sind ein bisschen robuster, die werden wir schön mit so Lochfolie, mit so diesen Bubbeln da verpacken und dafür schicken wir die auch. Aber dafür nehmen wir im Online-Shop 15 Euro, das ist natürlich ein brutaler Preis. Aber dann würde ich sagen, wer es irgendwie auf die Reihe kriegt, der kommt hier rein bei uns. Ach, den dürfen wir ja nicht. Also wir machen das auch nicht mit, das ist jetzt nochmal sowas nebenbei, dieses, dass wir irgendwelche Impfpässe kontrollieren oder gucken, ob die Leute vor sich testen haben. Also was ein Murks. Also das mache ich schon, wenn du hier noch eine List anlege, die hier drin waren und das muss ich dann hier, was in wie viel Wochen zurückbehalten. Also wir machen dieses Click and Collect weiter. Die Leute, die was wollen, rufen vorher an, was sie haben wollen und wir geben das dann an der Tür raus oder neben dem Hof, dass wir das den Leuten da in die Hand drücken. Also das geht weiter. Ihr könnt hier anrufen, E-Mail schreiben, Facebook, Instagram, irgend so ein Kram und dann tun wir euch das abpacken und geben euch das für die ganze Zeit raus. Und warte halt drauf, dass es irgendwann auch wieder ein bisschen lockerer wird. Also das sind die 2 neuen Sachen. 3 neue Sachen, das Plunz-Shirt, dieses Nummernschild-Ding, was uns 100.000 Wochen gefragt habe. Und diese Tassen, wollte man ja eigentlich auch in China machen lassen, aber die wollte immer 500 Stück haben.
Und da weißt du dann oft nicht genau, was da ankommt, ob die wirklich geil sind. Und die haben wir jetzt hier in Deutschland machen lassen und die sind auch so schnell gekommen, dass wir auch glauben, dass die wirklich hier machen haben lassen und nicht auch in China oder so. Also, das ist ja auch noch in Deutschland gemacht, das ist noch cooler. Aber dafür müssen wir halt einen Zehner nehmen. Ja, weil die uns natürlich bei 25 Stück keinen super Preis gemacht haben. Aber ich glaube, das ist es wert. Wenn man jeden Mond beim Frühstück torten denkt, geil, die Bämbelmafia hier. Also klar, alles klar, kommt drin, kauft weiter hier. Der Appleboy-Verkauf geht ja so und so, ist ja Lebensmittel. Das geben wir aber auch alles im Hof raus. Das läuft auch richtig gut an. Und da haben wir auch eben eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, was da draus wird. Gell? Also weil ja viele denken, machen die gar keine Scherz mehr, die machen nur noch Appleboy-Werbung. Aber da hat sich schon ein bisschen was getan in nächster Zeit. Werdet ihr das irgendwie mitbekommen? Und jetzt sind wir mal gespannt. Alles klar, macht's gut. Nummernschilder, T-Shirts. Jetzt wird Sommer, die Leute sind ja besser drauf. Ich glaube, wir verkaufen auch wieder ein bisschen mehr. Und dann kauft noch Karte für unsere Party, gell? Was so?